Die Zwölfe zum Gruße und herzlich willkommen zurück zu Let's Play die Schicksalsklinge HD. In der Nacht war ein Patch auf Version 1.2.0 rausgekommen und bei diesem können wir jetzt in die Zwergenbinge in Oberorkenhain. Deswegen habe ich mich mal gerade da hingebracht, also hingereist. Ihr befindet euch einen Eingang in eine offenbar verlassene Zwergenbinge. Wollt ihr sie betreten? Nein. Das ist nämlich neu. Vorher stand bei dieser Tür nichts. Es war zwar das goldene Symbol da, aber wir konnten nicht rein. Die ist jetzt im Spiel enthalten. Die ist sehr cool. Da gibt es ein paar starke Gegner, besonders die Zwergenveteranen am Ende. Die haben es richtig in sich, der letzte Kampf. Da bin ich bei meinem Let's Play auch draufgegangen. Da ist die ganze Truppe gestorben beim Originalteil. Wenn ihr mein altes Let's Play gesehen habt, wisst ihr das noch. Da wollen wir jetzt mal hin. Dann habe ich gelesen, die Mine in Prem, auch in der Stadt Prem, da müssen wir dann nochmal hin. Da können wir in einen weiteren Dungeon rein. Und es soll jetzt das Einhorn auffindbar sein und das schwarze Auge. Das hat sich also wieder einiges getan. Vier Sachen, die wir uns natürlich gerne anschauen wollen. Einfaches Haus in Oberorken. Was zur Hölle? So, der Eingang stimmt schon mal nicht. Jetzt kann ich da nochmal hinreisen. Das gibt's doch nicht. Naja gut, es ist zum Glück nicht so weit von meinem Speicherstand. Ja, komischerweise ist Ljastal auch rot jetzt. Warum auch immer. Ich hoffe, dass wir zu keinem Kampf kommen werden. Okay, ich muss die neu einteilen. Jamila, Taliumil und du. Und nochmal Nahrung auffüllen. Ab in die Haier und los geht's. Kein Kampf, sehr gut. Willenheim. Jetzt würde ich eigentlich weiter Richtung Fexker reisen. Aber stattdessen... Genau, jetzt nach Fexker, um auf die Suche nach der Ruine vom Hügelig zu kommen. Aber wir reisen jetzt nach Oberorken. Aber es scheint genau derselbe Bug zu sein, der auch in das Bruder gewesen ist. Das heißt, wenn ich es einmal anklicke, kann ich es danach nicht mehr betreten. Wenn es diese einmaligen Kämpfe sind. Sieht auch so bei diesem Dungeon aus. Aber wir sind ja zügig da wieder hingekommen. Na. Eingang zur verlassenen Zwergenbinge. Diesmal aber. Wollt ihr sie betreten? Ja, bitte. Eieiei. Das ist natürlich nicht gut. Also ohne zu speichern in diesem Spiel kriegt man ganz schöne Probleme. Achso. Ja, Miller nach vorne natürlich. Er hat die Sinnesschärfe so schön weit oben. Los, knack mal das Schloss. Vor euch ist der Gang eingestürzt. Wollt ihr euch den Weg frei buddeln? Das könnte eine Menge Arbeit werden. Ja, das werden wir machen müssen. Vor euch ist der Gang eingestürzt. Wollt ihr euch den Weg frei buddeln? Ja. Ihr braucht eine ganze Weile, um den Gang wieder passierbar zu machen. Aber es gelingt euch am Ende doch. Sehr gut. Ah, ein bisschen Durst. Vor euch... Ah, und Dreck nochmal. Ihr... Vor euch ist der... Ja, buddelt mal alles frei. Ihr... Vergeht natürlich einige Zeit hier. Ja, jetzt haben die alle tierisch Durst. Trink mal was. Trinken, hallo. Funktioniert nicht. Wieso? Ah, jetzt ging's. Seltsam. Okay, der hat keinen Trinkschlauch. Thank you.
Ja, dass dieses Amulett nicht geht, ist echt gemein. Und ich habe natürlich den Trinkschlauch weggeschmissen. Ich dachte, dass er keinen Hunger und Durst mehr leiden wird. Jetzt hat er zwei davon, okay. So, und weiter geht's. Oh, eine Tür. Auf in den Kampf. Ha. Zwerge. Tja, Artax gefällt das gar nicht, dass er sich hier mit Zwergen anlegen muss. Das würde Angrosch nicht gefallen, aber sein Leben ist ihm doch teuer. Am besten spare ich bei ihr Muni. Obwohl, ich kann nochmal rausgehen. Muss ich sowieso sehr wahrscheinlich, weil meine Nahrung alle wird. Wer weiß, wie oft ich hier noch irgendwo was aufbuddeln muss. Fulminictus! Ich glaube, beim Paralyzauber soll sich auch irgendwas getan haben. Testen wir den doch direkt mal. Ach, schön hier. Zwergensymbol. Und die Zwerge sind im Spiel drin. Das ist auch schon mal gut. Fessel. Ja, testen wir den nochmal. Band und Fessel. Jetzt dürfte er sich eigentlich da nicht mehr fortbewegen können. So, Nahema. Zauber sprechen, Verwandlung, Paralü. Paralü! Ja gut, er ist erst auf Level 3. Am besten tausche ich gleich mal mit Nahema den Platz. Halt! Nicht den Freund angreifen. Fulminictus! Als Zwerge gehören auf jeden Fall zu den stärkeren Gegnern in diesem Spiel. Die halten ordentlich was aus. Besonders die Zwergen-Veteranen. Ich glaube, die haben 80 Lebensenergie in der Originalversion gehabt. Horiphobius!
Ich kann einen Horiphobius machen. Das gibt's ja nicht. Das hätte ich gerade wissen müssen. Ja, das ist auch neu. Aber hallo. Hat sich einiges getan jetzt auf der neuen Version wieder. Ja, dann hätte ich die da vorne gelassen. Ja, dann ist sie jetzt wahrscheinlich die stärkste Kämpferin, weil sie alle weghorrifobien kann. Also so ein Angstzauber. Dann fliehen die Gegner aus dem Spielfeld. Und ich kriege dieselben Erfahrungspunkte, als ob ich sie umhaue. Es sei denn, das hat sich geändert. Ja, testen wir das doch direkt mal. So. Zauber, Beherrschung, Horiphobius, Schreckenspein. Ziehen alle Glieder ein oder so ähnlich. Ja, der müsste jetzt eigentlich fliehen. Ja, macht er auch. Geilo. Ja, super. Halt! Murks! Auf den draufballern, bitte. Ja, und die Performance-Probleme scheinen auch weg zu sein. Das spielt sich alles sehr flüssig. Keine Pfeile mehr drin, okay. 40 Stück noch. Sollte ich vielleicht bald mal wieder ein paar neue kaufen. So wieder massig Kräuter, die ich glaube ich auch loswerden muss. Yeah! Ja, geil. Neue Beherrschungszauber im Spiel drin. Das ist natürlich top. Ja, lass mal alles liegen. Brauchen wir nicht. Was haben die hier bewacht? Eine schöne Schatztruhe. Haha, Kettenhemden. Ja, brauche ich nur leider jetzt noch nicht. Also diesen Dungeon hätte ich eigentlich am Anfang des Spiels auf dem Weg nach Islife Olgerton, dem ersten Informanten, den wir direkt am Anfang des Spiels bekommen haben, hätte ich den Dungeon aufgesucht. Vielleicht noch nicht ganz beendet, aber ich hätte ihn wenigstens schon mal aufbesucht. Rand ab. Da ist noch eine Tür. Vielleicht hat sich ja seit dem Patch auch mein Goldschild in ein Goldschild verwandelt. Nein, leider nicht. Schade. Das wäre es ja noch. Da ist eine Leiter. Erste Unterebene. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass da eine Unterebene gab. Waren das zwei Ebenen? Okay. Vor euch liegt eine schmale Grube mit Speeren. Wollt ihr sie überspringen? Ja, mach mal. Ist vor etwas geprallt, das ihr nicht sehen konntet. Bei dem Sturz in die Grube hat... Hat sich verletzt. Aber es gibt hier sonst nichts mehr. Gut.
So, nicht, dass ich mich hier verlaufe, okay. Schade, dass ich hier noch keine Notizen machen kann, wie im dritten Teil. Sonst hätte ich mir hier überall hingeschrieben schon Sachen, wo die Leitern und Ausgänge sind. Das wäre noch schön, nochmal zusätzlich. Von der Bedienbarkeit war der dritte natürlich der beste Teil. Jo, mach doch mal einen Fernkampfangriff. Und Nahema schickt den mal direkt wieder hier weg. Ja, was sprechen denn für ein Zauber? Einen schönen Horiphobius. Horiphobus. Also wahrscheinlich jetzt eine Horde von Drachen gesehen, die auf ihn zustürmen. Gib mir all euer Gold, ruft der Drache. Nein, und rennt schnell in seine Schatzkammer. Ich müsste mal ausprobieren, ob Meditation geht. Das habe ich zwar noch nirgendwo gelesen, dass das gekommen ist, weil das wäre natürlich dann jetzt der absolute Hammer, weil dann wird der Magier richtig gut. Also wenn Meditation noch geht und die restlichen Zauber, dann werde ich, glaube ich, ein Solo mal mit einem Zauberer machen. Das könnte nämlich lustig werden. Na, Hema, du bleibst da. Den machen wir auf altmodische Weise jetzt fertig. Ach, ich bin ein Dämmel. Den Falschen bewegt. Ach, nichts, der dürfte nicht mehr so viel aushalten. Vorsicht, ruft Jamila plötzlich und bewahrt den Rest davor, in den Auslöser der Falle direkt vor euch zu tappen. Gefahrensinn und Sinneschärfe hat sie ja ganz oben, deswegen hat sie das entdeckt. Nichts weiter hier in der Ecke. Wozu ist bitte dieser Raum? Oh, weil hier ein einzelner Gegner ist. Was für einen Nutzen hat das? Hat der irgendwas Krasses bei sich? Ah, reicht nicht ganz aus, aber den machen wir mal mit dem Horiphobius wieder, würde ich sagen. Verbarrikadieren schon mal den Weg, dass er nicht mehr fliegen kann. Na, dich können wir eigentlich direkt warten lassen, genau wie dich. Horiphobus. Und tschüss. Klicken wir einfach mal durch. Geflohen. Nein. Ah, der Bug, dass der da hängen bleibt. Was werden wir weitermachen? Nein. Jetzt muss ich ihn doch besiegen. Krrr. Mist.
da bleiben. Das ist auch, glaube ich, der einzige, soweit ich weiß, Dungeon, wo Zwerge vorkommen als Gegner hier im ersten Teil. Zack. Ah, und das war wieder der Bug, dass einer von meinen anderen verschwunden ist. Nämlich der Odin ist nicht mehr da und wird keine Abenteuerpunkte kriegen. Ja, das ist ja echt mies. Ich habe den natürlich gemeldet schon, den Fehler. Also, der wird hoffentlich noch ausgebessert. Das glaube ich, weil ich so schnell vorklicke. Dann denkt er irgendwie, zack, der nächste ist schon dran und dann verschwindet der. Also, das ist ganz komisch. Wieso hat der keine Pfeile mehr? Das waren noch keine 40 Pfeile, oder? Was ist das? Hat keine Pfeile mehr. Ach du Jemine. Ui, und er kämpft auch wieder. Hat sich ausgekämpft. So, dann würde ich sagen, machen wir hier mal einen Break. Bis zum nächsten Mal, euer Chojin.